Was für ein Intro. Wie machen wir das immer? Herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem Heimkino-Kanal, wollten wir sagen. Es ist heute der 16. Juni und wenn man genau auf den Kalender schaut, sieht man, dass sogar ein heiliger Feiertag hier ist. Das hindert uns aber nicht, wie ich ja schon in dem kurzen Knackig gesagt habe, dass wir uns jetzt hier getroffen haben. Genau. Hier ist wo? Wir sind hier im Großraum Augsburg, ohne es jetzt näher beziffern zu wollen und werden jetzt gleich ein Heimkino uns angucken. Gut, und da du ja so ein ganz unbekanntes Gesicht hast, das ist der Holger Franz von heimkinobau.de. Meine Wenigkeit ist der Patrick Schappert, Inhaber von GrobiTV. So, wir beide sind nicht nur auf irgendwelchen Motiven zusammen drauf, sondern wir beide arbeiten auch sehr eng zusammen, wenn es um alles geht, was Unterhaltungselektronik angeht, bis hin zum perfekten Heimkino, welches du planst und baust. Genau, genau. Wie, mehr fällt jetzt nicht dazu ein? Das war eine Bestätigung deiner Aussage. Nein. Okay. Gut, also man kann ja schon sagen, weil das Thema kam gerade bei dem Kunden auch auf, wir haben uns ja natürlich ein bisschen über die Geschichte unterhalten und nur damit es nochmal ganz deutlich gesagt wird, also wir sind zwei Partner, zwei unterschiedliche Firmen, arbeiten aber deutschlandweit zusammen und bauen im gesamten deutschsprachigen Ausland Kinos, Heimkinos. Also auch Spanien. Ja, Mallorca. Genau. Arenal aber nur. Ja. Ja. Nee, also von daher, das war jetzt einfach nochmal deutlich, das hier festzuhalten, weil eben für den Kunden, wie sich gerade im Gespräch ergeben hatte, das im Vorfeld auch nicht so transparent war und wir einfach dann festgestellt haben, wir müssen dann noch ein bisschen mehr an der Transparenz arbeiten. Genau, so ist es. So, und das Endergebnis dieser Transparenz sehen wir in Form eines fertigen Heimkinos, welches du jetzt heute eingemessen hast. Und wir haben leider die Kamera ausgehabt, als die ersten Töne vorhin rauskamen. Das war mal wieder sehr imposant und es ist wieder der Applaus des Künstlers gewesen, weil die Begeisterung war schon ziemlich groß, als er zum ersten Mal das gehört hat, weil unser Kunde hat bis dato nichts selber gehört. Er hat uns hundertprozentig vertraut, was wir schon ziemlich cool finden und mal wieder gezeigt haben, es hat sich gelohnt für alle Beteiligten. Das Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Genau, also er war dann tatsächlich von der Mimik her und von den Ausrufen war er schon sehr überrascht, wie das Kino klingt, weil er, wie du richtig sagst, vorher keinen Eindruck und keine Meinung dazu hatte. Jetzt haben wir gesagt, wir fangen mal hier oben an, weil ich fand diese Wand hier so ziemlich cool hier. Das ist also hier das Projekt, nämlich welches somit dokumentiert worden ist, was da heißt Hausbau. Der Kunde hat zur Miete gewohnt, hat nachher in einem Haus zur Miete gewohnt. Mhm. Da ging der erste Eindruck los mit Kino, weil er hat mal so angefangen. Da erzählen wir gleich noch ein bisschen was zu. Und jetzt hat er dann entschieden mit seiner Frau und zwei Kindern, dass man jetzt ein Haus bauen möchte. Und das hat man 2018, 2019 gemacht, ne? Genau, das Haus ist 2018 gebaut worden. Und wie du richtig sagst, der Kunde hatte vorher in seinem Mietshaus auch schon ein Kino im Keller. Aber so wie man das klassisch kennt, Leinwand an die Wand, 5 Lautsprecher rein, Beamer an die Decke, fertig. Also nicht das, was wir unter einem Kino verstehen. Und dann war ganz klar bei dem Hausbau hier, dass ein Kinoraum mit vorgesehen ist. Ja, und den werden wir uns gleich angucken. Ich würde sagen, wir gehen mal los. Der gute Kameramann Jan wird jetzt mal vorsichtig die Treppe runterfallen, damit man mal ein bisschen so die Dimensionen sieht und wir noch kurz was erzählen können zu der Geschichte. Also das Thema mit dem Fernseher, es war ja eigentlich so, dass das Heimkino entstand dadurch, dass man im Haus merkte, bei den beiden, die gucken unterschiedlich Fernsehen. Der eine, nämlich der Ehemann, der schaut gerne Sport. Ja, Eishockey, Sport. Eishockey und genau. So. Und sie guckt wohl mehr Serien und Filme. Und dann haben sie festgestellt, wir bräuchten einen zweiten Fernseher. Richtig. Aber der Gag war, da kam kein zweiter Fernseher plötzlich morgen, sondern eine 4 Meter, wie hat sie gesagt, 4 Meter Schachtel. Ja. 4 Meter Schachtel finde ich cool. Als Kombinationsbegriff. Und dann ein Beamer. Und das war geplant, das in diesen Kellerraum reinzutun. Und das wurde ja auch so gemacht. Das heißt, auf einmal kam eine 4 Meter Schachtel an und ein Beamer. Und dann wurde dieser weiße Keller in ein Kino umgewandelt, aber ohne Restlichtoptimierung, ohne Akustik, ohne das ganze Thema, was ihr aus den Videos kennt von uns. Okay, und dann ging es aber so weiter, dass es dann hieß, jetzt machen wir uns oder jetzt bauen wir uns ein eigenes Haus, dass sie dann Kontakt hatten mit jemandem, einem Marktbegleiter. Damit hatten sie versucht, dann erst einen Eindruck hier in der Region zu gewinnen. Und dann war es aber so, dass das irgendwie nicht so funktionierte. Und dann kamen sie auf uns, haben nämlich die Videos gesehen, haben aber sich nicht ins Auto gesetzt und sind mal zu uns gekommen, sondern haben einfach uns voll vertraut, hatten allerdings schon selber zu dem Zeitpunkt, weil sie unsere Videos noch nicht kannten, Kabel in der Decke schon verlegt, Rohre und so während des Rohbaus, ne? Ja. Also in dem Kino sind Leerrohre verbaut mit Kabeln, die wir natürlich im Kinobau nicht genutzt haben, weil die nicht an der richtigen Stelle waren. Muss man leider so sagen. Das war jetzt etwas überzogen mit diesem natürlich, aber das ist tatsächlich so. Kabel gehören
ja, gehören nicht automatisch in die Decke und auch nicht automatisch in alle vier Ecken und was nicht alles, sondern das wird ja immer individuell von dir geplant. Und das Absolut. Ist abhängig von den Dimensionen des Raums, der Sitzposition, mhm. von welchen Faktoren sonst noch? Also in der Regel tatsächlich einfach von der Anzahl der Lautsprecher, von der Anzahl der Sitzplätze, von der Leinwandgröße, weil ihr könnt ja nicht, ihr könnt schon, aber ihr müsst ja einen gewissen Abstand zur Leinwand haben. Der Beamer muss einen gewissen Abstand entfernt stehen. Und das wird natürlich alles im Vorfeld geplant, so wie ihr euch das vorstellt und so wie das im Prinzip der Kunde gewünscht hat. So, jetzt sagst du mir mal, der Raum ist jetzt echt nicht gerade klein. Ne? Und als ich ja auf den Fotos schon sah, dass du hier 6 Movie-Sitze untergebracht hast, dachte ich, holla de Waldfee, das ist ja schon ganz ordentlich. Genau, also der Raum hat ursprünglich ein Grundvolumen gehabt oder beziehungsweise Grundmaße gehabt von knapp 10 Meter Länge und 5 Meter Breite. Also wir haben hier einen 50 Quadratmeter Raum. Da aber der Kunde Musiker ist und hier nebenan, das zeigen wir euch gleich auch, ein bisschen mit seiner Band auch Musik machen will, haben wir den Raum quasi geteilt, sodass das eigentliche Kino hat jetzt noch 4 Meter in der Breite und knapp 6,80 Meter in der Länge. Wir haben auch für euch extra wieder so ein Matterport-Bild gemacht. Das heißt, unter das Video haben wir einen Link, da könnt ihr nochmal selber interaktiv durch die Räume gehen, sogar eigentlich vom Treppenhaus runter, um mal so ein bisschen die Raumdimension, alles das mal nachvollziehen zu können. Ihr könnt ja da mit dem Finger als oder mit der Maus, je nachdem, mit welchem Gerät ihr euch sowas anschaut, da reinzoomen, auch mal die ganzen entsprechenden Details euch anschauen. Also, wie heißt es schön, so mutig sind wir haben nichts zu verbergen, also haben wir mal mit die Matterport wieder rausgeholt. Okay, so, wie war denn dann die Vorgehensweise? Die 6 Leute kamen, weil noch Nachwuchs kommt oder weil so viele Freunde da sind? Ne, weil der Kunde einfach gesagt hat, er hätte gerne 6 Sitzplätze. Mhm. Wenn mal hier die Nachbarn kommen zum Eishockey gucken oder wenn die Bandkollegen hier zu einem Musikabend kommen, will man hier einfach mit 5-6 Leuten gucken. Mhm. Und in der Leinwand war natürlich die Standardaussage vom Kunden, so groß wie möglich. Das heißt, das war dann meine Aufgabe, das in Bezug auf die Optik, auf den Sitzabstand zu planen, dass die Leinwand auch so wird, wie er sich es vorstellt. So, und das ist jetzt eine Zodiac-Leinwand, die ist sogar motorisch maskierbar. Ich habe die jetzt mal hier reingefahren mit der Maskierung. Mhm. Ich glaube, du kannst weiterreden und ich hole die Fernbedienung. Wir machen das jetzt einfach mal spontan. Das ist eine schalldurchlässige, ne? Genau, also das ist eine akustisch transparente Zodiac-Leinwand, elektrisch maskierbar. Die Leinwand ist 3,20 Meter breit im 16:9 Format und hat jetzt hier einfach perfekt reingepasst, damit wir vom Sitzabstand her auch nicht zu nah dran sitzen, weil bei 16:9 ist das Bild ja immer sehr hoch und wenn man sehr nah dran sitzt, dann würde man davon vielleicht erschlagen werden und so haben wir den Sitzabstand genauso geplant auf 3,50, 3,60, dass der Kunde sich noch wohlfühlt und trotzdem ein sehr großes Bild hat. So, jetzt kann ich hier mit der Fernbedienung das Ganze so einstellen für das jeweilige Bildformat. Ist natürlich sehr bequem, wenn man da mal sitzen bleiben möchte, nicht wahr? Das haben wir hier. Schalldurchlässig hast du gerade gesagt. Das heißt, lass mich raten, hier steckt wieder 40 cm mehr oder weniger ist abgeknapst worden vom Raum, weil hier ein DBA drin ist? Oder nein, SBA? Ein SBA, SBA, genau. SBA ist genau. drin, ne? Also, da wir eine Trennwand in den Raum einfügen mussten und die jetzt nicht ganz schallhart ist, haben wir jetzt hier kein DBA verbaut, sondern nur ein Single-Bus-Array, ja, was aber genauso gut funktioniert. Wir haben hinten gedämmt und das funktioniert einwandfrei. Das heißt, hier hinter sind 4 15 Zoll Altimax Subwoofer von Dayton Audio mit unseren Bausätzen aus dem Shop. Und, das können wir ruhig sagen, das werde ich ja eh gleich erwähnen, hier sind unsere ukrainischen Freunde von Mac Audio wieder vertreten. Nämlich in Form der Lautsprecher. In Form der Lautsprecher natürlich, mit den großen M12 Lautsprechern vorne. Die großen M12, also einer für links, einer für Mitte, einmal für rechts. Ja. Das war auch klar, dass er so in die Richtung gehen wollte, weil nochmal, er hat nichts gehört. Also jetzt kein Hi-Fi-Lautsprecher, sondern du hast ihm gesagt, was willst du machen? Willst du richtig, weil der macht ja auch Musik, die auch ein bisschen lauter gehört wird teilweise, oder? Richtig, genau, so Symphonic Rock und sowas in der Art. Mhm. Und in der Beratung war ganz klar definiert, dass er hier Filme gucken möchte. Er guckt hier keine Klassikkonzerte, er möchte hier kein Stereo-Hi-Fi-Musik hören, sondern er will hier Filme gucken und für sein Budget, was vorher festgelegt wurde, den bestmöglichen Kinosound haben. Und dann hat er uns tatsächlich vertraut, aufgrund der Expertise der Videos, dass wir mit diesen Lautsprechern hier schon einen sehr dynamischen Kinoton hinbekommen. Genau, und wer uns vertraut und trotzdem nochmal selber hören möchte, bei uns ist das alles installiert und aufgebaut, kann er alles entsprechend machen. Und jetzt kommen wir zu einer Premiere, weil es dürfte das erste Kino sein. Es ist das erste Kino. Es ist das erste Kino, wo diese Lautsprecher oben installiert sind. Genau. Das Kino wurde ja kurz nach der High End 22 jetzt hier gebaut, das heißt im Mai bis Anfang Juni.
Und das sind die ersten CS44 Deckenlautsprecher von Mac Audio, die wir in einem Projekt jetzt umgesetzt und installiert haben. So ist es so. Und die Idee dieser Lautsprecher ist ja dadurch entstanden, das ist ja also mehr oder weniger auf deinem Mist gewachsen. Kann man sich ja mal ruhig für, ne? Kann ich mich ja mal zu äußern, ne? Gelle? Ja. Das ist dann, wenn du nachts zwischen 3 und 5 nicht schlafen kannst, dann überlegst du schon mal, welche Lautsprecher fehlen noch im Portfolio. Und da kommen ja noch so die ein oder anderen. Weil hier ist die Decke zwar jetzt nicht ganz so niedrig, aber das ist einer der Gründe mit gewesen. Ne? Niedrige Decken im Richtig. Keller ist dann mit den S6, den klassischen, manchmal schon ein bisschen kritisch. Richtig. Die S6, die klassischen Surround-Lautsprecher, sind ja länglich. Mhm. Und wenn man die an die Decke montiert, würden die sehr tief runterhängen. Mhm. Das haben wir bei dem einen oder anderen Projekt ja gesehen. Mhm. Und deswegen war einfach der Wunsch, den Mac Audio und die Ingenieure dann auch sehr gerne umgesetzt haben, dass wir sehr flache Lautsprecher bekommen mit dem gleichen Hochtöner wie die Surround-Lautsprecher, dass wir keine klanglichen Unterschiede haben und die aufgrund des Bügels auch, der in den Lautsprecher eingelassen ist, komplett neigbar sind. Also wir können ihn wirklich, den Lautsprecher, um 90 Grad neigen. Und damit haben wir für Auro, für Atmos, für DTS:X immer den perfekten Winkel, weil wir den Lautsprecher mit dem Bügel einfach in den Winkel kippen können, wie wir ihn brauchen. Und einen brutalen Wirkungsgrad, als aber auch eine gewaltige Leistung, die da mehr oder weniger abgegeben werden kann. Genau, also von der Dynamik her stehen die in den S6 in nichts nach. Wie gesagt, ist der gleiche Hochtöner. Dazu 2 4-Zoll Mitteltöner, die auch für diese kompakte Bauart sorgen. Und ja, Wirkungsgrad, Leistung passt zu den anderen Lautsprechern, sodass man jetzt auch an der Decke richtig Dynamik hat. Okay, und wenn ihr uns in den nächsten Tagen, Wochen mal auf den Seiten verfolgt, Heimkinobau, Grobi TV oder unseren Partnerseiten, dann geht ihr am besten auf Theatron TV, da werden ja auch noch entsprechende Partner aufgeführt. Ja. So wie es aussieht, wird jetzt gerade nochmal weiße Farbe angerührt und dann werden wir die auch in weiß anbieten, weil da gibt es schon die ein oder anderen Anforderungen, dass es heißt, diese Lautsprecher hätte ich gerne im Wohnzimmer. So, die S6 sind schon in weiß verfügbar und die, da sind wir dran. So wird es aussehen. Warum hast du die jetzt wirklich nicht dahinter, sondern davor, weil du wirklich jetzt die Gradzahl einhalten wolltest? Genau. Mhm. Also wir haben ja bei Auro die klassischen 30 Grad an dem Höhenwinkel. Das heißt vom Sitzplatz aus 30 Grad zu den entsprechenden Positionen. Und bei 2,40 Meter und 4 Meter Abstand wäre der Winkel einfach zu flach gewesen. Und von daher habe ich mit dem Kunden gesprochen, ob die Lautsprecher sichtbar sein dürfen. Die CS44 haben auch eine Abdeckung, eine Stoffabdeckung, so dass man auch hier die Chassis nicht sieht und der Lautsprecher wirklich sich unauffällig an der Decke verhält. So, und die 30 Grad für das perfekte Auro-Layout haben wir hier halt wirklich auf die Gradzahl eingehalten. Okay, so sind also hier unten 3 Lautsprecher, da oben sind auch 3. Das heißt, du hast hier ein Center Height ist hier eingebaut worden für Auro 3D, das ist auch der Fall. Dann haben wir hier, komm mal, gehen wir mal weiter rum, 16:9, 21:9, hier war ganz klar der Wunschgrößte Leinwand, also ganz klar eine 16:9, sonst bei 21:9 wäre das Bild deutlich kleiner gewesen. Und wenn hier auch viel Sport geguckt wird, Richtig. Ist das schon ein bisschen ärgerlich, wenn plötzlich ein Bild nur 2,20 Meter breit ist. Das war der Grund, warum 16:9, weil neben Film halt auch viel Sport geguckt wird. Ja. Und dann macht es natürlich richtig was her. Wir gehen mal weiter rum. So, die seitlichen Lautsprecher, die Nummer 4 und 5. Lass mich raten, irgendwo in dem Bereich hier? Genau. Oder wo hast du das alles zentral auf die erste? Wir haben 7 hier unten, ne? Oder? Also wir haben 7 Lautsprecher, aber weil wir uns hier klassisch an dem Auro-Layout gehalten haben, sind die ein bisschen weiter hinten. Mhm. Das hatte auch den Vorteil, die Tür ist genau auf Ohrhöhe. Mhm. Und wir haben uns jetzt an den 110 Grad gehalten, die Auro ursprünglich auch vorgesehen hat. Mhm. Und so sind die Surrounds jetzt auf 110 Grad. Okay, die sind also hier ungefähr in Ohrhöhe. Und was war das jetzt für Lautsprecher? Das sind die S6, die sind aber leicht höher. Die sind höher, weil der Hochtöner unten ist und er muss dann... Er kann dann alle drei Sitzplätze gleichzeitig von oben schräg beschallen. Gut, dann haben wir die Movia-Sitze. Das sind hier die Emotion, sind das hier. Richtig. So, die haben schon direkt angeschlossbar USB-Anschluss hier. Hier sind die Knöpfe zum Einstellen. Gibt es natürlich auch noch in anderen Farben, wobei Rot finde ich immer wieder cool. Man denkt ja so automatisch immer, man sollte sie vielleicht in Schwarz nehmen. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen Film gucke, gucke ich ja nach vorne hin, dann macht mich das Rot hier überhaupt nicht kirre. Und es sieht einfach sexy aus. Ja, und vor allen Dingen, weil ja viele Grüße an unsere Kollegen Frank, Florian und Eugen. Die haben die Lampen diesmal direkt quasi oberhalb der Kopfstütze platziert und das sieht einfach toll aus, wenn man hier reinkommt. Man sieht diese in Szene gesetzten roten, knalligen Sitzer. Also ich finde es auch wirklich klasse optisch. Sag mal, das Podest hier, ne? Täusche ich mich oder ist das höher als bei mir? Nein, das sind auch viel. Also bei dir weiß ich, ich weiß gar nicht, wie hoch dein Podest ist. Das hat der Schreiner damals vor 8 Jahren gebaut. Mein Gott, wer war das bloß? Ich nicht. Okay, alles klar. So, sag mal, was haben wir hier? Also das sind 40 Zentimeter Podesthöhe. Die Stufe ist 20, sodass man von oben noch
über die Köpfe der ersten Rückenlehne hinweg oder der ersten Sitzreihe hinwegschauen kann. Das sind 40 cm Höhe. Ja, und man muss ein bisschen aufpassen bei der Planung, dass man hier wirklich dran denkt, dass man die Füße, wenn man die mal ein bisschen nach vorne legen will, ob der jetzt euch ein Kissen dahin tut oder irgend so einen kleinen Hocker oder ob ihr das wie so toll gemütlich macht hier mit unseren Sitzen hier, dass ihr mit den Füßen natürlich nicht die Ohren eures Vorsitzers da entsprechend berührt. Also man braucht da schon nochmal echt einiges an Abstand, ne? Ja. Da geht schon einiges an Tiefe drauf. Was hast du ungefähr so Pi mal? Also das sind jetzt 1,60 Meter und wir müssen ja auch, wenn die Sitze geneigt werden, aufpassen, dass die Rückenlehne nicht an die Rückwand kommt. Das heißt, wir brauchen hier auch 15 cm Platz, weil die Move ja ungefähr 11, 12 cm nach hinten neigen, damit die Rückenlehnen bei voll aus oder bei voll geneigtem Sitz nicht an die Rückwand kommen. Wobei wir da auch Sitze haben, wo das nicht der Fall ist. Das sind ja die Emotion und dann gibt es ja die anderen wie Ibiza oder wie Berlin und oder Venice oder ähnliches. Die machen das teilweise nicht, weil dann so eine Technik drin ist, die nach vorne geschoben wird, etc. Ja. Da gibt es nochmal kleine Details, die man nochmal bemerken oder anmerken kann. Wir sind in der Mitte angekommen, also rechts, links 4 und 5. Dann hast du hier oben eine Art Kabelkanal, als auch gleichzeitig, ja doch ein Kanal ist das hier, ne? Was ist das hier? Richtig, oder, das ist einfach ein Kabelkanal, der mit schwarzem Dezifix bezogen ist, damit man den Voice of God und die Stromkabel für die Beleuchtung einfach nicht sieht. Ja. Und das mattschwarze Dezifix fällt an der schwarzen Decke überhaupt nicht auf. Also wenn ich hier hochgucke, ich sehe nichts. Ich sehe nur die Lampen. Du siehst ja auch so nichts. Ja, doch, ein bisschen. Okay, alles klar. Gut, okay. Ja. Also das haben wir, das heißt, das ist der Grund, warum das dann so schön gelöst worden ist mit den Kabeln und dass man es nicht sieht. Und ich habe keinen Lautsprecher rechts und links, weil ihr habt da jetzt drauf verzichtet für Atmos. Ja, weil der Kunde gesagt hat, er hört dann, er vertraut uns da auch wieder und er hört überwiegend tatsächlich Auro 3D dann oder er möchte das nutzen, war ja gerade auch sehr, sehr beeindruckt und von daher haben wir die Lautsprecher weggelassen. Okay, und weil wir natürlich erwähnt haben in den Videos, da wird er wahrscheinlich auch gehört haben, dass wir ab und zu mal da oben mit den zwei zusätzlichen da nicht unbedingt jetzt einen Mehrwert haben bei Dolby Atmos Mischung, ne? Das gibt's ja auch manchmal. Und ich habe ihm auch gesagt, da werde ich auch immer wieder von Kunden nachgefragt, die jetzt mit uns in Kontakt treten. Ja. Die Erfahrung sagt einfach, bei unseren Kunden, wer 8 Lautsprecher an der Decke hat, das heißt Auro und Atmos im vollen Layout fahren kann, nutzt trotzdem zu über 90% Auro 3D, sodass die beiden Lautsprecher im Prinzip nie benutzt werden. Und von daher, das sage ich den Kunden auch genauso offen, wie es bei uns ist, dass halt die Erfahrung so ist und... Okay, und jetzt machen wir es dir in der Entscheidung aber nicht leicht, weil wir machen eine Menge Musik und eine Menge Musik hat auch wiederum 916 oder 716. Das heißt, da sind die Sechse dann wieder und machen bei einer Raumtiefe wie diesen natürlich auch ganz nett Spaß, wenn man echte Abmischungen in Atmos dann haben möchte. Also Thema Musik ist es wiederum ein bisschen mehr am Kommen. Wobei, theoretisch und praktisch kann jederzeit nachgerüstet werden. Es sind auch noch Kabel in der Decke drin, ne? Vielleicht genau, von den Leerrohren, die müssen wir nur wiederfinden. Die Leerrohre muss man nur abklopfen, wo du die wiederfindest. So, New York am Kopf ist auch da. Ja. Dann hast du hier vorne, wie heißen die Dinger nochmal? Das sind die Sonitus Livita, die halbrunden Absorber, die einfach an der Decke für die Absorption der Erstreflexion da sind. Da ist jetzt ein JVC-Projektor, der wird aber tatsächlich in Kürze ausgetauscht. Und da kommt jetzt ein Epson LS12000 hin. Also wir haben alles versucht, aber das hat jetzt nicht geklappt. Insoweit ist jetzt erstmal hier ein JVC und der wird aber in demnächst ausgetauscht. So wie es aussieht, werden wir bis Ende August alle Rückstände etc. erledigt haben. Wir reden vom Jahre 2022. Ja, so sieht das momentan Stand heute aus, 16. Juni 2022. Dann habe ich, bitte? Ich wollte nur sagen, weil ich weiß, dass dann schon wieder die Kommentare in YouTube kommen, oh, weißer Beamer geht ja gar nicht. Nein, also das ist wirklich nur ein Leihgerät, damit der Kunde überhaupt Filme gucken kann, bevor sein bestellter Epson kommt. Genau, und wir wissen ja, wer diese Kommentare ist. Immer der gleiche. Nein, pass auf. Ich habe noch eine Logitech eben schnell programmiert. Das heißt, hier haben wir jetzt verschiedene Lichtszenarien, die man jetzt hier aktivieren könnte. Das war jetzt hinten das Licht im Nebenraum. Hier haben wir Licht nur für hinten. Das ist ein Philips Hue-System, was jetzt hier im Einsatz ist. Dann haben wir die Möglichkeit, die Seiten auszuschalten. Das ist jetzt alles Licht aus. Guck mal hier, jetzt ist wirklich Schluss auch mit unserer Kamera. Hallo, pack mich nicht an. Nein, habe ich nicht. So, und dann haben wir hier vorne, hier hinten. Also, das kann man natürlich auch noch ganz nett machen. Das haben wir alles programmiert. Kunde ist happy, dass er mit einer einzigen Fernbedienung und ab und an mal dir her vielleicht noch das Ganze steuern kann. So, da ist deine Wand. Die war hier nicht drin. Absolut, die Wand war nicht drin. Die haben die Kollegen gebaut. Da ist die Dämmung drin, da sind die Back-Surrounds drin, also Lautsprecher 7 und 8, beziehungsweise 6 und 7. Der 8. ist der Subwoofer. Wo ist die ungefähr? Die sind hier, weil wir hier wegen der Tür auch nicht ganz den Winkel einhalten konnten, aber wir müssen ja noch in den Nebenraum. Und von daher mussten wir ein bisschen nach innen rücken. Und dort ist natürlich auch gedämmt, um die ebene Wellenfront der Subwoofer irgendwo zu absorbieren.
Und das machen wir mit dieser Wand hier. Sehr schön. Dann lass uns mal in den Nebenraum gehen. Der Nebenraum, ich hatte es im Flur schon gesehen, da standen so riesige Kisten, so Kreisrunde und so. Da dachte ich, hoppla, hier macht einer Musik. Und tatsächlich, er scheint sich mit dem Thema Schlagzeug etwas stärker zu beschäftigen. Nee, er selber nicht. Er ist Bassist, das steht da. Na gut, das ist jetzt schon mal ein Teil seiner Band von 4 Leuten. Hat einer schon mal die Hälfte von seinem Schlagzeug gebracht. Also da fehlen noch ein paar Teile. Da gibt es noch mehr zu? Ja, da fehlen noch die ganzen Becken und was weiß ich, wie das alles heißt. Und heilt. Kennst du dich denn damit aus? Gar nicht. Okay, hat sie aber gerade sehr professionell. Habe ich schon mal gelesen. Okay, nein, also aber da fehlt noch. Ich denk schon gerade, was sind das für Eigenschaften? Nein, ich bin kein Musiker leider. Stimmt, kann ich bestätigen. Ja. So, und hier vorne ist dann auch der Serverschrank mit der ganzen Technik. Und das hier, diesen Raum haben wir übrigens auch gebaut und akustisch optimiert. Also auch hier sind die Seitenwände mit Akustikmodulen versehen, sodass dieser hallige Kellerklang einfach weggeht. Nicht ganz so wie daneben, das hört man wahrscheinlich auch übers Mikro, aber hier ist auch mit Raumakustik ein bisschen was gemacht worden. Ja, und dann hast du jetzt ein Rack und dieses Rack ist eins von vielen, weil dieses Rack haben wir jetzt auch im Programm bei Heimkinobau. Korrekt. Seit dieser Woche, also jetzt seit Anfang Juni, haben wir diese Serverschränke auch im Heimkinobau-Shop. Das heißt in 2 Basisgrößen, 60x60 oder 60x80 und dann in 5 oder 6 verschiedenen Höhengrößen. Bis hin zu 2 Metern. Das ist jetzt ein Serverschrank mit 42 Höheneinheiten. Das heißt 2 Meter plus Rollen drunter. Und diese Schränke inklusive der ganzen Zubehörteile wie Einbauböden, wie Steckerleisten, wie sonstiges Zubehör kann man jetzt alles im Shop bestellen. Sehr schön. Fangen wir oben an. Apple TV 4K, soeben eingerichtet. Ein Logitech Hub ist hier. Dann haben wir einen Reven hier, ein 200er, weil hier das ein oder andere Mal auch rein nur Musik gehört werden soll, wohl ab und an mal wohl. Das war so eine Idee gewesen. Dann haben wir einen Marantz, ein 8805. Das ist die fette Vorstufe, die auch für alle Tonformate perfekt geeignet ist. Und die braucht ein bisschen Power. Die braucht auf jeden Fall Endstufen. Und dafür haben wir dann unten 2 7-Kanal-Endstufen von IOTA, die jetzt die 14 Kanäle halt hier bespielen. Und ganz unten ist dann eine Dynacord L2800FD, die die 4 Subwoofer mit DSP dann bespielt. Und hier ist jetzt auch der Vorteil unserer Mac-Audio-Lautsprecher mit dem hohen Wirkungsgrad, weil selbst die IOTA, die jetzt kein wirkliches Leistungsmonster ist, hat aber genug Leistung, um hier für sehr viel Spaß mit den hohen Wirkungsgraden der Mac Audio in Kombination zu sorgen. Okay, du hast das jetzt gerade so am Rande ein wenig erwähnt, das stimmt, das ist definitiv so. Wir haben das ja schon mehrfach betont, dass wenn man jetzt die Mac Audio Lautsprecher an einen klassischen AV-Verstärker anschließt, wird man sich wundern, bei welcher Lautstärkeneinstellung man bereits schon gefühlte Lautstärke hat. Ja. Das ist schon ganz anders, als wir es so kennen mit den klassischen HiFi Lautsprechern. Nichtsdestotrotz werden wir ja auch das Programm ergänzen jetzt noch mit den Endstufen. Da haben wir ja auch auf der High-End drüber berichtet, Musical Fidelity hat ja tatsächlich jetzt Mehrkanal-Endstufen gebaut. Da ist dann diese runde Tonne drin, die hat dann was für einen, das war so ein ganz besonderer Wert, wo der ganz viele Wattzahlen dann rauskommen. Ne? Also da ist der Dennis besser technisch. Ja, da war so eine Dings da drin, ne? Wo richtig Leistung kommt. Ne? Habe ich dich jetzt? Nee, gar nicht. Gut, okay. Also, die hat auf jeden Fall sehr viel Leistung, die Musical Fidelity. Die genauen Daten werden wir noch mitgeteilt bekommen. Ja. Die findet ihr auch jetzt schon auf der Homepage. Die hat doch mehr Hubraum und mehr Drehmoment. Ja, du mit deinem Auto vielleicht. Nein, da auch da drin meine ich. Ja, als Vergleich. Also, die Vergleiche geben wir immer. Ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber die Musical Fidelity haben ungefähr doppelt so viel Mikrofarad pro Kanal. Das war der Begriff, den ich die ganze Zeit gesucht Mikrofarad. Habe. Mikrofarad. Ich habe nur die Zahlen nicht griffbereit, nee, deswegen will ich keine falschen Zahlen sagen. Einblenden. Genau. Diese Mikrofarad. Genau. Und dadurch kann die einfach mehr Leistung zur Verfügung stellen, gleichmäßig, als jetzt zum Beispiel die IOTA. Wobei das aber auch wirklich gute Endstufen sind. Und, es gibt immer mehr einen, der will noch mal ein bisschen mehr Hubraum, PS und was nicht alles haben. Ja. Und da haben wir gesagt, dann werden wir das Programm nach oben hin noch aufrunden. Absolut. Und da, wir haben sie jetzt auch im Stresstest auf der High-End gehabt, 4 Tage. Ja. Oh ja. Und da haben die richtig gut gespielt, die Musical Fidelity. Also da freuen wir uns auch schon auf Jahresende, wenn die lieferbar sind. Jo. Also summa summarum, das Ganze ist innerhalb von wie vielen Tagen? 2 Wochen? 2 Wochen. 2 Wochen haben die Jungs das gebaut, wirklich genial. Also auch da wieder ein Beispiel, montags gekommen, eine Menge Holz unter anderem im Auto, eine Menge an sonstigen Material im Auto, alles hier vor Ort gefertigt, angepasst etc. Korrekt. Und da wir den Nebenraum noch hatten, waren sie jetzt zu dritt da für 2 Wochen. Und ja, das ist das Ergebnis, was ihr jetzt gesehen habt.
bevor gleich die Fragen kommen, der Kunde wollte die USB-Platte nicht verkleidet haben. Wir wollten die auch mit schwarzen Stoffrahmen verkleiden. Aber er sagte, so kann er hier mal seine Playlist rankleben. Hier kann er auch mal Nägel reinklopfen, um irgendwas zu befestigen. Also von daher, das ist wirklich vom Kunden so gewollt gewesen. Ansonsten hätten wir die nämlich auch mit schwarzen Stoffrahmen verkleidet. Ja. So, also ein neues Update von einem neuen Heimkino, was wir jetzt hier fertiggestellt haben, was wirklich cool geworden ist. Wie gesagt, vorhin gab es schon ein paar tolle Szenen. Wir müssen jetzt leider weiterfahren, weil wir noch einen Termin extern haben hier auf der Rückfahrt. Und du wirst noch ein bisschen Feintuning machen, einmessen. Gibt es da noch irgendwas zu sagen? Was hier eingemessen war, alles relativ unproblematisch. Genau. Noch ein bisschen nach Geschmack des Kunden, noch ein bisschen feinjustiert. Genau, wir werden jetzt noch ein bisschen hierbleiben. Das heißt, ich werde jetzt mit dem Kunden noch ein paar Filmszenen angucken und auch Musikszenen, weil das, was wir eingemessen haben, ist ja immer nur eine Grundeinstellung, so wie es neutral und gut ist. Aber letztendlich entscheidet immer der Geschmack vom Kunden. Und von daher werden wir jetzt hier noch ein, zwei Stündchen hören und einfach den Klang noch so anpassen, wie der Kunde es gerne hätte. Genau so ist es. So, und ich habe noch einen, wenn euch das Video jetzt zu lang oder zu kurz war und ihr habt noch Lust und könnt noch nicht einschlafen oder was auch immer oder wollt weiterhin unsere wunderschönen Stimmen hören, dann würde ich jetzt noch einen Link unten einblenden und zwar, ich mache den mal unten in den YouTube-Text rein, von dieser NTV-Reportage, wo wir beim letzten Mal schon gesagt haben, naja, mal gucken, was auf uns zukommt. Und ich muss sagen, erstmal vielen Dank an das Team von NTV und dem Redaktion, speziell Stefanie und Kameramann. Das habt ihr wirklich cool hinbekommen. Ich glaube, da ist so der Spirit rübergekommen, was das Thema Heimkino für zu Hause bedeutet. Ich fand das eine echt coole Zusammenstellung. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wir haben ja auch schon mal Reportagen gesehen, wo ein Kino für 50 Euro vorgestellt wurde und sowas. Und hier muss man einfach sagen, die Redaktion hat sich viel Mühe gegeben, richtig zu recherchieren. Ja. Natürlich sind nicht alle Fachbegriffe vielleicht immer richtig formuliert, aber es war alles super recherchiert. Es wurde sehr gut dargestellt. Auch die anderen beiden Kollegen, also Familie Füssel aus Herne, die in dem Video vorkamen und der Handwerker hier aus dem Bayerischen, die sind ja auch sehr gut quasi mit integriert worden in den Film und mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ja, also wir haben einen Link mal in die Mediathek nochmal unten in den Text von YouTube reingepackt, eine Dreiviertelstunde mal sehen, wie die Jungs aus dem Fernsehbereich dieses Thema von außen betrachtet haben und dann präsentiert haben, hat uns gut gefallen. Vielen Dank nochmal dafür. Okay, so, jetzt sind wir also Juni, erstes Halbjahr ist so gut wie rum. Projekte gehen aber weiter in den nächsten Tagen und Wochen. Wer jetzt Spaß dran hat und sich jetzt auch inspiriert fühlt, mit uns mal Kontakt aufzunehmen, kommt zu uns nach Cast, zeigen wir euch jederzeit das Ganze in Action. Mailt ihn an, ruft ihn an, bringt ein bisschen Geduld mit, wir können es nicht anders sagen, ist weiterhin der Fall. Aber jeder kommt dran und dann kannst du, dann kann man da die Planung etc. alles so Sachen durchgehen. Man kann sich viele, viele Informationen holen bei uns auf der Seite. Auch bei Heimkinobau ist nochmal einiges überarbeitet worden, auch was so die Übersicht angeht, der Kosten. Das ist ja immer die Frage, die kommt, wie viel kostet sowas und in welchen Budgets oder welchen Investitionssummen kann man was bekommen. Das haben wir jetzt noch ein bisschen verfeinert in der Darstellung. Also da denke ich mal, ist für jeden eine richtige Antwort dabei. Ja, und für uns im Heimkinobau tatsächlich geht es in 4 Tagen schon weiter. Da sind wir in, wir haben 3:15. Mhm. Oder ich habe eine Uhr, Uhrenvergleich. Ich habe eine leere Uhr, super. Okay. Also, am Montag, das heißt in 4 Tagen bauen wir schon wieder in München für 3 Wochen, dann auch einen sehr großen Raum, auch ein sehr großes Kino. Ich bin mir sicher, da werden wir auch dann wieder vorbeifahren und wieder ein Video von drehen und da freue ich mich auch schon drauf. Das wird nämlich auch spannend. Wunderbar. So, Kameramann Jan hat jetzt die Arme so und wird hier heute die ganze Zeit so. Nein, es geht schon. Ja, der kann was ab. Alles klar, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Empfehlt uns weiter mit den Abonnements. Das wäre cool, wenn wir die 70 bald knacken würden. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten, ja, das war's erstmal. Daumen hoch, Glocke, alles, was dazu gehört. Daumen hoch, Glocke und bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Bis dann. Macht's gut. Ciao.